Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der Videoschnack mit wieder unterwegs und wenn ich Ihnen jetzt sage, unser Gast heute am anderen Ende der Videoleitung ist der Rattenfänger, dann werden Sie sagen, na prima, ins Buch gucken kann ich auch selber. Nee, tatsächlich, der Rattenfänger ist am anderen Ende der Leitung und wenn Sie so wollen, ist er wiederum an dem entsprechenden Ende der Leitung eigentlich auch ein Esel, aber Rainer, vielleicht macht sich der Rattenfänger mal eben selber vorstellen. Ja, also ich rede mit Esel, ich rede mit Ratten, ich mit Menschen und mit Sagenfiguren und ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Nun wird der ein oder andere geneigte Zuhörer unserer Radiosendung sofort sagen, Moment, der Rattenfänger, das klang doch jetzt gerade, der ist aus einem anderen, der kommt woanders her, das ist kein deutscher Rattenfänger. Aber selbstverständlich, Mensch, wer das Buch gelesen hat, weiß, ich bin ein Fremder, der kommt, um nach Hameln, um die Stadt von der Ratten zu befreien. Und deshalb, was kann befremdlicher sein als jemand, der von weit weg kommt? Auf jeden Fall hören wir schon, du kommst von sehr weit weg, richtig? Ja, also ich bin in Amerika aufgewachsen und geboren und dieser Zungenschlag kriegen wir nicht weg. Nee, nicht so richtig. Machen, was ihr wollt. Ja, nicht so richtig. Das heißt also, um es mal auf den Punkt zu bringen, also bei dir war es ja vermutlich nicht so, du bist in Amerika aufgewachsen und hast dir gedacht, ja, ich werde Rattenfänger. Bei mir war es auch nicht so. Ich wollte auch nicht. Der Rattenfänger verfolgte mich. Ich bin vom Rattenfänger verfolgt. Nein. In meiner Jugend, alles, was mit dem Rattenfänger zu tun hat, habe ich irgendwie mitbekommen und immer wenn es eine wichtige Lebensentscheidung gab, dann habe ich dummerweise die Entscheidung, weil das mich nach Hameln brachte. Und seit ein Vierteljahrhundert bin ich hier der Rattenfänger von Hameln. Ja, da kann ich sagen, so lang bin ich auch Esel. Ja, du bist mit richtigen Namen, bist du Michael Borger. Und nach wie vor. Genau, man nach wie vor. Und du bist, meine lieben Hörerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können das nicht sehen, bist zwar im Büro, aber der Tourismus in Hameln liegt auch momentan, ähnlich wie bei uns, im Dornröschenschlaf, um in der Sprache der Märchen zu bleiben. Oh ja, und hoffentlich kein 100-Jähriger, weil langsam wird es echt langweilig hier. Ich habe tatsächlich, glaube ich, professionell das letzte Mal vor gefühlte halbes Jahr die Flöte in der Hand genommen, weil da ist einfach kein Kundschaft. Und ja, uns sind die Hände gebunden. Wir dürfen als Akteure und Darsteller nichts machen. Genau. Das ist bei uns ähnlich. Vielleicht sollten wir noch mal eben, der ein oder andere weiß das bestimmt nicht, was uns verbindet. Ich sag noch mal das Stichwort Deutsche Märchenstraße. Vielleicht. Ja, von Nord nach Süd verbindet uns das, ja. Genau. Der ein oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist vielleicht mal entlang der Märchenstraße gefahren und ja klar, vielleicht haben Sie die Aufführung in Hameln auch schon mal gesehen. Ihr seid deutlich mehr Mitwirkende als wir. Ihr seid wie viel? Es kann 80 werden auf der Bühne mit, wenn wir Glück haben, 30 Ratten, aber selbst da ist es sehr schwierig, Nachwuchs zu bekommen heutzutage. Ja. Der Reiz des Freilichtspiels ist nicht. Ist momentan nicht ganz vorne. Wie vor 30 Jahren. Ja. Und, aber wir entwickeln Neues. Also zum Beispiel der Premiere dieses Jahr wird, genau wie unser Gespräch, virtuell ablaufen. Man wird es im Livestream sehen können, wie die Leute miteinander agieren, obwohl sie die korrekte Abstand voneinander haben, teilweise verschiedene Räume. Ja, wir werden auch wieder, wir haben im letzten Jahr ja schon als, ich sag mal, als Pioniere schon virtuell bei uns eine kleine Homeoffice-Fassung gespielt mit unseren kleinen, damit die Leute wenigstens auf nichts verzichten müssen. Wir hatten auch immer eine wachsende Zuschauerzahl auf dem, was wir Gesichtsbuch nennen, auf Facebook. Und wir werden auch in diesem Jahr, wir fangen auch wieder ganz normal an. Das machen wir auf eigene Verantwortung am ersten Sonntag im Mai um 12 Uhr. Wir werden auch virtuell ins Horn stoßen, weil ich finde, das ist man den Gästen einfach schuldig. Das, weil geht nicht, gibt's nicht. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt, uns digital auch, ja, sag ich mal, weiterzuentwickeln und verschiedene Dinge auszuprobieren. Und das machen wir jetzt einfach.
Ja, und bei uns ist es traditionell komischerweise der Muttertag oder der Muttertag fällt immer auf unseren Termin, eins von beiden. Ja. Und am Muttertag entführen wir die Kinder. Also Das ist eine Thematik, du. Das ist unsere Geschichte ist etwas makaber, ich möchte das Reality-Doku, sagen. ja. Du hattest gerade das Thema schon mal angesprochen, Nachwuchs. Du bist ja nicht der einzige Rattenfänger, der in Hameln so rumläuft. Ihr seid, zu wie vielen teilt ihr euch das? Wir haben fünf Darsteller, wobei drei das meiste machen. Und seit ungefähr 1900, nee, Quatsch. Der allererste, den wir dokumentiert haben, war 1884, der Ja, Rattenfänger. da Und sind wir dann raus, da gab es irgendwie uns nicht. regulär seit dem 20. Jahrhundert, 1920 und davor haben wir Rattenfängers. Aber ich bin der Erste, der so lange als Angestellte der Stadt geblieben ist. Also Sie wissen ja, der Urrattenfänger war nur einem Tag Ja, das hat er schnell Angestellte der erledigt. Stadt. Schon war raus. Insofern kein Problem, eine neue Rekorde aufzustellen, aber ich bin Angestellter hier bei der Tourismus und wenn ich nicht gerade im Kostüm bin, dann helfe ich die Leute in andere Angelegenheiten, aber am liebsten erzähle ich die Geschichte. Naja, na klar. Ihr habt, wie hast du Wasserstandsmeldungen von Frau Holle und so weiter? Wie ist es bei denen? Die dürfen auch alle nicht, ne? Richtig? Dürfen alle nicht, haben keine Kunden. Aber ich habe heute eine interessante Nachricht gehört, wenn alle Leute im Rentenalter und Altersheim und so alle geimpft sind, die Busfahrer wollen sofort wieder Bus fahren mit ausgewachsenen Leuten. Also es könnte sehr schnell eine Wendung geben. Ja, vielleicht, aber es ist ja in unseren Tagen sind ja sämtliche Wendungen auch drin. Es kann ja auch sein, wenn die Impfstoffe dann erst recht nicht mehr kommen, weil plötzlich der eine oder andere dann doch noch ausfällt, dann dauert es ja doch noch länger. Das weiß man alles nicht. Wir können uns also nur durch gegenseitigen Optimismus über Wasser halten und hoffen, dass wir schnellstmöglich wieder aktiv werden können und Gäste in unseren jeweiligen Städten auch begrüßen können. Ja, also wir wollen, ich glaube, die Leute haben auch genug. Stell mal vor, wir leben in dieser Zeit, wo man redet über das Wetter oder die Krankheit Ja. allgemein, ne? Und da gibt es kein anderes Thema. Da gibt es nicht so viel. Hast du den Film gesehen oder warst du schon im Kino bei dem oder hast du das getan oder wo hast du gerade Urlaub gemacht? Oder diese üblichen Gesprächsthemen, die sind alle Wie weg. abgeschnitten. Ja. Und wir sind alle mental in einer Abwärtsspirale Ja. von es traurig und trauriger. Und gerade wir, die Musiker und Gaukler der Welt, sind vonnöten im Moment, das alles zu unterbrechen oder durchbrechen. Das versuchen wir auch schon nach allen Regeln der Kunst. Du machst natürlich, was du schon gerade gesagt hast, in Hameln, nicht nur, ihr spielt nicht nur, sondern als Rattenfänger, sondern ihr habt darüber hinaus auch eine Stadtführung, die auch der Rattenfänger durchführt. Genau, also Liebes von Publikum, die Stadtführungen. Kinder natürlich gerne. Wir sind versichert, die Kinder kommen zurück, also seit Jahren. Also wir haben seit Jahren keine verloren, also muss nicht lügen. Aber wir haben ungefähr 16 verschiedene Arten von Stadtführungen, die vom traditionell bis sehr unterhaltsam, schauspielerisch, Ein-Mann-Theater. Und irgendwo dazwischen ist der Rattenfänger auch. Ich behaupte, es ist ja der Luxus-Version, aber das sagen die anderen Akteure auch. Und dann wird der Kunde mit Musik und Geschichten im Thema Rattenfänger eine Stunde lang unterhalten. Also nicht diese übliche, hier ist so ein Ja, altes ja. Haus, da ist so ein altes Haus. Das kann ja jeder. Ja, das kann jeder. Wir machen das ja auch ein bisschen anders als immer. Wir haben ja Stadtführung auch schon wieder machen können unter Corona-Bedingungen im vergangenen Jahr. Und da haben wir das auch ein bisschen anders gelöst. Bei uns steht es jetzt, wir machen es schon auch noch, dass Esel, Hund, Katze und Hahn dabei sind in dieser Form, in anderer Größe. Aber bei uns ist es halt eben so, dass wir uns darauf konzentrieren, warum der Esel nach Bremen gekommen sein könnte, wegen der Literatur, der Hund wegen den leckeren Sachen, die Katze wegen der Maus im Dom und der Hahn natürlich, weil Bremen die Stadt der Luft und
Raumfahrt ist. Ja, also es gilt auch, als guten Geschichteerzähler müssen wir die Leute da finden, wo sie sind. Genau. Und wir müssen deren Wissen anknöpfen und auch das irgendwie in der Gegenwart lebendig machen. Ja, genau. Wenn wir hundertprozentig historisch wirken würden und auch noch historisch sprechen, dann wären wir schon nicht mehr. Da hatten wir keine Chance. Ja, dann wären wir schon. Das ist ja der hohe Kunst des Ganzen, ist irgendwie die Leute zu finden und da ein Weg. Rattenfänger ist glücklicherweise noch facettenreicher als jede Märchen, weil es einfach den Legendenteil hat. Ja. Da gibt es Professoren, die an der Rattenfänger recherchiert haben, was mit diesen jungen Leuten passiert sein kann. Und theoretisch kann ich 7 Stunden lang von erzählen, aber ich packe das ein bisschen feiner und kleiner und es wird dann distilliert und der Rattenfänger-Stadtführung ist dann eine feine Schnaps, wenn man es bekommt, für Nordlichter. Ja, genau. Wir haben natürlich, als wir das letzte Mal haben wir uns bei uns gesehen, als wir 200 Jahre Geburtstag hatten. Da hatten wir im Rahmen, im Zusammenhang mit diesen Feierlichkeiten auch eine Führung für Wissenschaftler, die sich auch mit der Frage befasst haben, ob die Stadtmusikanten denn nun tatsächlich angekommen sind oder nicht. Das erleben wir auch sehr oft während den Führungen. Ich versuche das dann immer. Es gibt tatsächlich bei uns in der Böttcherstraße eine Stelle, wo eine Bronzeplatte hängt, wo in Bronze gegossen ist, dass man bei Sanierungsarbeiten in der Böttcherstraße ein Beinknochen des Esels gefunden habe und ein ebenfalls freigelegtes Dokument liefert nun den endgültigen Beweis, dann kniep ich immer mit den Augen, dass die Bremer Stadtmusikanten tatsächlich bis nach Bremen gekommen sind. Weil ich sage immer, es gibt da tatsächlich heiße Diskussionen. Und ich sage immer, das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir möchten Ihnen einfach unsere Stadt zeigen unter den Aspekten, weil die Frage, ob wir angekommen sind oder nicht, stellt sich nicht. Sondern wir wollen ein bisschen Unterhaltung. Die waren bestimmt in Fahr oder auf dem Werder oder irgendwie, ja. also bis zur Stadtmauer. Aber die Stadt ist so groß geworden mittlerweile, dass da, wo die Musikanten waren, ist jetzt Stadt. Wir haben darüber hinaus, was ich immer ganz putzig finde, wenn ich das jemandem erzähle, oftmals, klar, man hat natürlich als Märchen-Sagenfigur auch sein Handy immer bei den Führungen mit. Manchmal piept es dann und dann gucke ich manchmal und dann sehe ich in der WhatsApp-Gruppe, da hat dann Frau Holle was geschrieben oder der Rattenfänger was geschrieben. Die Märchenfiguren gehen natürlich auch, ich sag mal, auch in die sozialen Netzwerke. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe mit Märchen und das finde ich manchmal sehr unterhaltsam, der Münchhausen ist, glaube ich, auch drin und meldet sich, wenn wir uns dann auf dieser Ebene so austauschen, finde ich schon ganz, ganz abgefahren. Die Brüder Grimm hätten sich das auch sicherlich nicht träumen lassen, dass wir diesen modernen Kram mal mitmachen. Ja, aber das müssen wir haben, weil die Gäste verstehen es vielleicht, die Zuhörer, da gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt der örtliche Tourismusebene, wo die, sagen wir mal, städtische Angestellte sich toben und planen den Tourismus. Und dann gibt es der Verbindungsebene mit Deutsche Märchenstraße, ist aber auch eine Verwaltung. Wir haben die aktive Ebene, wo wir in Form von Märchen- und Sagenfiguren unterwegs sind. Und die anderen, die wissen nicht immer, wie wir es machen, die wissen, ja, die gehen mal hin und mach was. Ne? Mhm. Und insofern ist diese Ebene mit Märchen- und Sagenfiguren dann in Kontakt. Und wenn einer sagt, oh, ich habe gerade gehört, irgendwo gibt es eine Stadtfest, da könnten wir uns alle treffen, dann kann man das rückwärts hochgeben in den Tourismus. Und es ist eine wichtige Kommunikation unter Darsteller. Auf jeden Fall. Also, ja. Warum sollte man das nicht machen? Vor der Bürgermeister von Bremen mit der Bürgermeister von Hameln gesprochen hat, sind wir beiden. Da sind wir schon längst durch. In ja, das. Das ist wohl so. Ja, manchmal geht es, aber das ist ja überall so. Geht es immer anders schnell, nicht so schnell, wie wir beide das oftmals gerne möchten. Also wir sind normalerweise schon da wie
Hasen, Igel, wir sind schon da. Ja, genau, wir sind schon da. Suchen, ne? Ja. Wir sind all da, ne? Ja. Und das war der Sinn der Sache, dass wir praktisch alle andere umrunden. Genau. Es können ein paar andere Figuren auf unserem Weg geben, aber die meisten, also Dornröschen ist dabei und die mit den Zwergen da, ja. Ja, genau. Ja, das stimmt. Was? Der Pudel da. Ja, also alle sind irgendwie erreichbar. Findet man den Rattenfänger, dann findet man auch weiter. Ja. Und darüber habe ich auch noch die internationale Ebene, wo ich korrespondiere mit Robin Hood und Willem Tell und Leute international, die unterwegs sind. Genau, du hast Robin Hood, die sind auch einmal im Jahr bei dir zu Gast, wenn alles normal ist, zu einer Veranstaltung. Wenn alles normal ist, also wir besuchen uns regelmäßig. Also es gibt ein oder andere große Fest hier in Hameln, wo Robin Hood oder Willem Tell kommt. Und umgekehrt war ich auch schon dort. Und wir finden und erfinden immer wieder Neues. In Sachen England und in Deutschland zum Beispiel, obwohl ist ja kein offizieller Europa-Konglomerat mehr, aber immerhin, wir haben in Deutschland nächstes Jahr ein Musical in Fulda in Sachen Robin Hood, kommt heraus. Und in Oktober etwa kommt international, aber vorwiegend in englischer Sprache aus England produziert ein Film über den Rattenfänger. Ah. Also das ist auch komisch. Ja. England macht Rattenfänger, Deutschland macht Robin Hood. Aber das, was du nicht hast, ist natürlich immer wertvoller als der Taube in der, klar. Oder der Spatz in den Hand. Klar, das auf jeden Fall. Was wir in diesem Jahr, wo wir uns, ich sag mal ja alle, dieses Jahr leider wieder nicht sehen können, ist die Saisoneröffnungsfahrt der Flotte Weser. Auch eine, was uns ja auch verbindet, ich sag mal, ist die Weser. Eine wunderschöne Fahrt auf Schiffen der Flotte Weser. Und da kann man durchaus alle dann mal treffen. Da steht man plötzlich entweder vor dir, vom Rattenfänger oder vor uns oder vor Dornröschen oder dem Baron von Münchhausen. Das probieren wir dann im nächsten Jahr nochmal. Die mit den Zwergen. Ja, genau. Wie ist die noch? Die mit den sieben Dings da. Die hatte ihre Groupies immer dabei. Ja, das macht auch total Spaß, weil in dem Fall dann haben wir dieser Märchen-Mash-Up, wo in alle Kinderbücher sind die Figuren pristine, alleine, schön, perfekt in ihren Umgebung. Und hier treffen sie sich aufeinander und dann sieht man, wie die Prinzessinnen treffen und tauschen irgendwie Lippenstift-Vorschläge gegenseitig aus. Und der Jäger von der Kurpfalz oder der Soling trifft auf den Rattenfänger und will ihm beibringen, wie er mit der Axt wirft, oder der Rattenfänger, der andere mit der Flöte, der Wildschwein jagt. Und diese Interaktionen, die vollkommen spontan sind, sind das Allerschönste, wenn mehrere Märchen- und Sagenfiguren zusammenkommen, weshalb es immer schön ist, ein Fest zu machen. Ja, klar. Also der Flotte Weser mit ihrer Saisonseröffnungsfahrt. Ja. Wir nehmen das für nächstes Jahr wieder auf den Kalender und wir haben, bei euch gibt es noch keine Prognose, ähnlich wie bei uns, nicht so genau, wann es wieder irgendwie unter irgendwelchen Bedingungen was gehen kann. Was machst du stattdessen? Ratten zählen was eher nicht. Planen. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe zum Beispiel eine virtuelle Wanderweg um Hameln. Es gab früher eine 70 Kilometer Wanderweg um Hameln im vorigen Jahrhundert, das irgendwann mal so ein bisschen in Vergangenheit geraten ist. Der alte Mann, der es betreut hat, ist nicht mehr unter uns seit einer Dekade oder mehr. Oh. Mhm. Und es hieß der Rattenfängerpfad. Ne? Mhm. Und so ein Rattenfängerpfad, da fühle ich mich berufen und gerufen und kann nichts anderes als
recherchieren, wo war es, wie ging es lang, und jetzt ist es umgesetzt in einen digitalen Weg. Also mit ihren magischen Knochen, die alle modernen Leute haben, wählen sie Rattenfängerpfad als ein Wort, kann man eigentlich nicht verfehlen. Und diese... Nur noch mal eben für ganz irdische... durch die Gegend. Rattenfänger mit AE, also mit Ä oder mit AE? Mit AE ist computertechnisch. Ja, genau. Danke für den Hinweis. Ja, es geht beide. Ja, das, wie wir Esel so sind. Ne? Also ich hab's da draußen im Netz wie eine gute Spinne so und so abgelegt, aber mit AE kommt man schneller dran. Okay. Das zum Beispiel, also Sachen, die seit Jahren liegen, werden gemacht und dann auch jährlich. Die wenigsten Leute wissen, weil der Rattenfänger eine Sage ist und keine Märchen, dass wir auch einen Rattenfänger-Tag haben. Und das fällt jährlich am 26. Juni. Und um diesen Rattenfänger-Tag herum haben wir mehrere Aktionen. Und ich war heute Morgen auch noch in der Planung von einem kleinen Open-Air-Konzert. Und wie kann ich die Leute sitzen und wie viel Platz habe ich da in diesem Hof, ja, wo wir spielen wollen. Und alle anderen Leute, die Beteiligten informiert, dass man die Hygieneabstände halten muss. Also ich glaube, der schwarze Pest war nicht einfacher als das hier. Also wahrscheinlich nicht. Das, also der Pest war schon zum Kotzen, aber das hier ist auch nicht. Das ist jetzt Pest 2.0. Ja. Absolut. Also ja. Die modernen Menschen verpesten sich doch selbst hier irgendwie mit dem Zeugs. Aber wir wollen mal nicht drüber reden. Nee, also, es ist ja... Ich habe doch gesagt, es ist immer dieselbe Themen. Nein. Es ist da so. Und ja, wer hätte allen Ernstes gedacht, vor 2 Jahren hätte irgendjemand gesagt, ihr habt mal sowas, hätte auch jeder gesagt, ja klar, nie im Leben. Aber man... Man kommt damit zurecht, man hat sich digital einiges aufgeschlossen, weil ehrlicherweise gesagt, eine Videokonferenz wäre schon vorher möglich gewesen, aber hätten wir da, glaube ich, du noch ich in Betracht gezogen, dass wir uns hier mal per Videokonferenz auseinandersetzen. So ist man, sage ich mal, mit vielen Dingen, so haben wir, wie gesagt, ja mal einen Gast aus Namibia jetzt per Telefon zugeschaltet gehabt, per Konferenz. Also man ist ein bisschen experimentierfreudiger geworden und man wird dann auch ein bisschen, klein bisschen stolz darauf, wenn man es denn auch so geschafft hat, wenn man, hey, jo, jetzt ist man auch digital irgendwie einen Schritt weiter und das hat geklappt, ja. Jo, das ist so, als wir mittlerweile Kinder waren, hat man im Fernsehen der berühmte Visifon, wo man gleich immer telefoniert hat mit Bildschirm, ja. Und das würde der Zukunft. Und wir haben alle gesagt, boah, das wird schön, ich kann die Oma dann gleich sehen, genau. Statt nur zu hören am Telefon. Wir hatten Telefone mit Wahlscheibe. Ja, so. Wahlscheibe, ne? Ja. Genau. Ja, ihr moderne Kinder. Ja, ist gut. Aber, und dann träumten wir von so Videokonferenz, wie wir es machen. Und was ist? Wir sträuben uns dagegen, jetzt wo es da ist. Ja. Eigentlich unsinnig. Aber, ja, ist irgendwie, aber trotzdem. Wir haben gelacht, weil die Menschen damals haben eine Maske aufgesetzt für die Videokonferenz, damit der Haar schön sitzt. Und heutzutage nimmt man elektronische Hintergründe in die Videokonferenz. Man macht hinten alles unscharf oder man macht sich so ein Wunschbild da irgendwie rein. Ja, ich habe natürlich die Stadt Hameln hinter mir. Und ja, klar, bei mir tummelt sich Bremen. Ich mache das auch. Ich biete das an. Also wenn irgendjemand in Tasmanien für Omas 90. Geburtstag der Rattenfänger haben möchte, weil nämlich Oma in Hameln war oder in Hameln geboren, ja, oder die Uroma, oder fragt mich nicht von Sonnenschein. Es ist möglich. Also es wird in unserer Palette auch angeboten, dass der Rattenfänger eine Konferenz mit einmacht. Also ich träume noch mit der Idee der Stadtführung oder der Spaziergang mit der Rattenfänger. Ja, da arbeiten wir irgendwie auch noch dran. Video mitnehmen. Ja. Es ist nur ein bisschen, die technische Umsetzung ist doof, weil wenn ich
das moderne Glockengerät in der Hand habe, kann ich nicht Flöte spielen. Ja, Aber das ist irgendwann ja noch bin gut. ich raus. Das würde bei uns aber irgendwie gehen. Aber es ist trotzdem ja immer noch, na, es ist noch nicht ganz ausgereift. Das sind noch so 3 bis 2 Windungen, die man noch umschiffen muss, bevor man da sicherlich dann mal zu einem Ziel kommt. Aber wir dürfen es dann, sollte man, oder wenn wir endlich aus die jetzige Stresssituation kommen, das sollten wir weiterentwickeln Auf jeden irgendwie. Fall. Nicht Das dürfen wir aufhören, das nicht müssen wir verwerfen. weitermachen. Das sehe ich auch so. Ja. Weil das wäre jetzt doof. Wir haben uns in diese Richtung irgendwie digital alle auf den Weg gemacht. Und dann zu sagen, oh juhu, wir machen es wieder in Präsenz, das wäre wieder ein Rückfall in die Steinzeit. Nee, weil ich finde auch, dieser digitale Schub, den wir erfahren haben, das muss man einfach auch als Herausforderung nehmen. Ich hatte vor 2, 3 Monaten hatte ich hier die Direktorin vom Focke-Museum, die Frau Professor Dr. Anna Grewe, und die hat direkt im Focke-Museum angefangen. Erster Tag, damals war Funk zu. Und dann hat sie da gesessen und hat auf ihre Gäste gewartet. Und die haben inzwischen auch sich sehr digital weiter bewegt, weiterentwickelt. Digitale Vorträge, Fokkes Forum. Also das ist toll, was da alles entstanden ist. Das kann man gerne. Ja, Nee? ich habe einen Freund, der ist Profisänger und ich frage ihn oder habe ihn gefragt mal, ist okay, wenn ich da ein Video mache, Bild oder so? Er sagt, alles raus. Er sagt, ich bin so überzeugt, dass man alles rausgeben soll, weil die Leute wollen es trotzdem live erleben, egal ob es Ja. schon online ist. Ja. Also wir dürften keine Angst haben, uns zu verschießen, dass dann niemand nach Hameln kommt, wenn erstmal die Beziehung mit uns aufgebaut ist, per Video, dann wollen die Leute. Ja. Das auch mal Und in dann echt. ist es umso interessanter, dann live zu erleben. Genau. Mal festzustellen, wie es denn ist in echt, statt dann immer nur. Also es ist praktisch, eigentlich sehe ich auch so, eine moderne Form des Flyers, des Handzettels, den man jetzt so als bewegtes Bild, als Film rausgibt, als Präsentation rausgibt. Und das glaube ich auch, dass die Leute trotzdem noch kommen. Ja, also es gibt, alles kann man verschönern, man kann die Farben ausbessern, man kann den Ton ausbessern und dann irgendwann mal hört sich an wie das moderne Musik der Jugend. Ja. Aber live ist einfach das, was unschlagbar ist. Und deshalb sind die Rolling Stones und allen anderen auf Tournee, wenn sie auf Tournee sein dürfen. Ja, sage ich erstmal aus Bremen, danke für das Gespräch. Und bei mir meldet sich gerade jetzt mein Sprechknochen, aber ich habe immer noch Benno, den Hund da drüben sitzen, der mal eben dran gehen kann. Ja, Günther, Oh. Kompetenz für Rechnung, schön gehört. Also, Benno, bell de Knochen an, das passt Genau, doch. Benno bellt den Knochen an und geht gerade jetzt mit dem Knochen mal aus unserem Arbeitszimmer raus. Ja, also abschließend zu fragen, was deine Wünsche für dieses Jahr sind, ist, glaube ich, überflüssig, weil wir wollen alle wieder spielen und wir wollen alle wieder Frohsinn unter die Leute bringen. Ich habe sogar ein T-Shirt, da steht drauf, er will nur spielen. Er will nur spielen. Ja. Also auf jeden Fall sagen wir aus Bremen erstmal vielen Dank, dass wir auf diese Art und Weise zusammenkommen konnten. Wir wünschen dir und deinen Kolleginnen und Kollegen alles Gute. Bleib vor allen Dingen gesund. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall irgendwie wieder, ob virtuell geht ja nun auch, oder auch in echt. Und ja, im Namen der anderen von Benno, Winifred und Lorenzo sage ich vielen Dank. Und dann. Bis wir uns irgendwann mal richtig im Arm nehmen können und Ja, nicht nur genau. virtuell, so wie jetzt. Alle Leute, die zugehört haben, danke. Und wir sagen immer, kommt, besucht uns in Hameln. Wir können nicht erwarten, Sie auch zu verzaubern.